Hallöchen, meine Lieben. Mein Körbchen ist wieder leer. Gut, ich habe die letzten Male jetzt nicht immer alles verdüftelt. Ich habe es einfach nur angedüftelt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann kann ich mir jetzt auch wieder mein Lieblingsvideo machen und wieder fünf neue ziehen. Ich habe sie mir natürlich schon rausgesucht. Und dann kommt jetzt noch meine ekelhaft versiffte Box, wo ich jetzt auch noch fünf Stück rausziehe. Als. Ach, das hatten wir letztens schon. Ah, das hatten wir doch schon letztens. Dann nehme ich ein anderes. Habe ich nicht obendrauf einfach geworfen. Eins. Zwei. Drei. Okay, auch. Okay, das sind vier. Komm, eins durch wieder rein. Vier. Aha. Nehmen wir noch das. Fünf. So, ich beginne wieder mit den Ausgelosten von meinem Random. Und zwar habe ich da einmal ein Mini-Melt-Cup von Traumdüfte dabei. Da habe ich noch 30 Stück stehen drin. Allerdings, ah, das ist halt immer ein bisschen blöd, weil ich habe da jetzt schon ganz viele durchgestrichen. Es waren ursprünglich 30, aber ja, dann überspringe ich halt dann immer, wenn ich auf einmal eins habe, was nicht mehr ist. Also ich denke mal, es sind so mittlerweile um die 22, die ich noch habe. Ne? Nur so zur Info. Aber das, ja, ich muss mir da mal irgendwas anderes einfallen lassen. Aber ich habe auch keine App oder sowas gefunden, die das schön machen kann. Weil ich habe das zwar in meinem Handy mit meinem Kosmetikkram, dass ich eins lösche und das rutscht direkt nach oben. Aber ich weiß nicht, ob ich da noch so eine Liste machen kann. Und das wäre natürlich auch mega viel Arbeit wieder. Ne? Aber vielleicht kann ich das ja nach und nach machen, weil das wäre schon cooler. Ja, auf jeden Fall Traumdüfte. Ein Mini-Melt-Cup in Light Lager. Ja, das riechen wir mal dran. Und das riecht schön. Also, glaube ich. Doch, doch, das ist schön. Ich hatte gerade erstmal einen komischen Duft in der Nase. Aber das hat ein bisschen was von Bubblegum. Achtet, ich mach mal, das ist schon ein bisschen. Schmierig? Doch, das ist voll Bubblegum. Das hat auf jeden Fall so eine Bubblegum-Note. Mehr rieche ich da jetzt nicht. Vielleicht ein bisschen was Fruchtig-Kiwiges oder sowas. Finde ich schon mal nicht verkehrt. Dann etwas von Doris. Das ist was, was ich gestern oder vorgestern erst bekommen habe. Ja, und zwar von der lieben Elena. Und zwar von Wohlfühlmoment. Genau, Doris, ne? Genau. Salty Sea Air. Könnt ihr euch daran erinnern? Nee, doch klar, müsstet ihr euch daran erinnern können, denke ich. Ja, Salty Sea Air, das Wetter ist jetzt gerade mega schlecht. Also es war ja die Tage irgendwann 28 Grad, da habe ich gedacht, yeah, gain vom letzten Mal. Habe ich dann noch direkt verdüftet und es war traumhaft wieder, ne? Aber dann auf einmal, boah, jetzt ist wieder so 14 Grad und im Arbeitszimmer brennt auch gerade nur was arg und so. Und das ist eigentlich eher ein Kuschelwetter. Aber ich denke mal, es wird auch wieder was für Salty Sea Air geben. Weil das ist nämlich ein Duft, den ich gerne bei hohen Temperaturen düftel. Einfach salzige Seeluft. Super schön. Dann haben wir USA Melts waren dabei. Achso, von Doris übrigens 96. Von USA Melts habe ich noch 14 und das stimmt auch. Da habe ich noch nichts verdüftelt gehabt von. Und zwar ist das Sugared Lavender Twist. Habe ich noch das Ganze. Und das ist bestimmt ein toller Duft. Oh. Ja, das mag ich. Ich hole mal kurz raus und dann breche ich mir da auch direkt was ab, weil das ist immer. Das ist immer ein Aktieren, ne? Mit diesen Sachen aus den Clamshells rausholen. So. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Also, ich bin gespannt, wie der riecht. Ich dachte, ich breche mir direkt was ab, wie ich gerade gesagt habe. Ach so. Ich bin gespannt, weil ich rieche jetzt keine krasse Lavendel, leider. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich ein schöner, aquatisch, parfümiger Duft. Ja, ich bin sehr. Oh, jetzt kriege ich das nicht mehr da rein. Jetzt muss ich ein bisschen drücken. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt drauf. So. Dann gab es Woodwick. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, ich habe nämlich letztens. Ich weiß noch nicht, wie ich die Sammlungsvideos hochlade, weil erstmal mache ich natürlich die wichtigen. Obwohl für euch Duftis, Duftnasen ist das wahrscheinlich auch wichtig. Aber das ist natürlich nicht, ich sage jetzt mal, dass man das unbedingt zeitnah hochladen muss. Ne? Deswegen lade ich das immer zwischendurch, die Sammlungsvideos hoch. Ich habe nämlich schon ziemlich viel davon abgedreht, muss aber noch einiges. Und da habe ich nämlich
soweit ich weiß, herausgefunden, dass der meinem Vanilla Suede sehr, sehr ähnlich riecht. Das ist der Evening Onyx oder wie man das auch mal aussprechen mag. Ja, genau, das ist er. Und ich glaube, davon muss mal eine Kerze her. Ja, der ist nämlich sehr, der riecht einfach nach einer ganz parfümigen Vanille mit so einer holzigen Wildledernote, sag ich mal. Richtig toller Duft. Von Woodwick habe ich übrigens 12 verschiedene. Und dann gab es noch Party Light, wo ich insgesamt 11 Melts habe. Habe ich auch noch nicht verwendet. Ist allerdings, ich sag jetzt mal, schon ein bisschen weihnachtlich eigentlich. Aber ich denke mal, dass ich einen Melt davon dann einfach mal irgendwo testen kann. Das ist kein Problem. Und zwar ist es Blues Bruce. Ja, es gibt ja auch diesen Icy Blues Bruce von Yankee Candle. Und ja. Ja, der ist schon schön. Der ist sehr holzig und aquatisch und noch nicht mal diese Megatanne. Deswegen geht das, denke ich. Oh doch, den mag ich auch. So. Rein da. So, und jetzt kommen meine 5 weitergezogenen Düfte. Und ich glaube, da ist einer bei, wo. Ja! Und zwar von Duft Lovers, mein Baby Powder Lavender. Und Leute, ich muss mir den, ich weiß nicht, ob ihr das Video vorher seht, aber am 20. glaube ich, hat ja Sarah Restock und dann muss ich mir den kaufen. Baby Powder Lavender ist so ein geiler Duft. Ich habe davon schon ordentlich was verdüftelt, wie man sieht, aber das Stück ist noch richtig schön. Unglaublich schön. Lavendel pudrig. Mega. Freue ich mich drauf. So, ach komm, ich tue den auch weg, weil den hatte ich auch erst vor kurzem. Ich ziehe mir noch einen neuen dafür. Das ist immer blöd, wenn ich so schnell hintereinander was davon nochmal habe. Nehme ich das hier, das ist auch, glaube ich, ein Melt-Cup oder sowas. Ja. Ah, guck mal hier. Kenne ich nämlich gar nicht. Bomb Cosmetics Bring Me Dough. Ich glaube, das ist ein Wäscheduft, wenn ich mich erinnere. Ja, der riecht sehr stark nach Gain. Sowas von der knallig grüne Farbe. Der riecht so ein bisschen nach Gain. Mag ich auch sehr. Foto mal hier. Ich lege mir die schon mal parat, dass ich ja gleich ein Foto für Instagram machen kann. Dann kommt von Goose Creek Sandy Toast. Ich glaube, das ist ein Düftlein, den ich von meiner lieben Nadine bekommen habe. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, und der ist. Ich finde, der riecht tatsächlich so ein bisschen nach Cozy Cabin von Goose Creek. Mit so einer Treibholznote. Ja, probiere ich mal aus. So, dann kommt ein Wachsmalerei-Goodie und zwar der Vanilla Cotton. Da sieht das Tütchen schon nicht mehr ganz so fein aus. Ja, und Vanilla Cotton ist ein ganz toller Wäscheduft mit halt einer Vanillenote. Ach, mag ich aber auch sehr. Finde ich auch gut. So. Und dann nochmal Duft Lovers, ja. Bodylotion mit Lavender, Vanilla. Das ist so ein kleines Bär. Nee, Nilpferd. Das ist ein Nilpferd. Ich wollte gerade Bärchen sagen. Aber nein, es ist ein Nilpferdchen. Die mag ich auch. Ist halt nicht diese typische Lavendel-Vanille-Note. Ist ein bisschen was frischer. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja. Und das war's auch schon wieder, ne? Bin mal gespannt, wie schnell ich diesmal bin. Hat nämlich beim letzten Mal bis jetzt ging super fix. Ja, also ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass der ein oder andere auch auslost. Zum Beispiel, ich glaube, Sandy heißt so, ne? Finde ich total cool, dass ich euch dazu inspiriere, weil ich persönlich, weil wenn man so viele Melts hat, da weiß man echt nicht mehr, was man düfteln soll. Und so hat man eine Auswahl, man muss ja nichts, ne? Aber so hat man wenigstens 10 Düfte zur Auswahl, wo man sagen kann, ja, davon kann ich mir was aussuchen, aber ihr könnt ja immer noch irgendeinen Duft nehmen, worauf ihr Bock habt. Aber so eine Auswahl zu haben, finde ich immer ganz cool, mag ich und werde ich definitiv so beibehalten. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch weiterhin mit dabei seid. Ja gut, mein Lieben. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.